Und hallihallo, da bin ich wieder. Ja, was ist beim letzten Mal passiert? Nichts Großartiges. Wir versuchen immer noch rauszukommen. Haben Wissenschaftler geholfen. Wir haben aus Versehen ein paar Menschen getötet. So richtig aus Versehen, so nebenbei. Ja. Dieses Steam-Server würde ich eben einmal mit meinem Charakter verdecken. So. So, haben wir das. Wir, ja, chillen hier und spielen Half-Life. Oh, yes. Give me that. Macht sich bestimmt gut in meiner Trophäensammlung. Hui, irgendwas ist hier schon ziemlich lang tot. Gib mir! Puh, das war knapp. Nicht mal annähernd, Kollege. Steff. So, jetzt, ich glaube, um Munition brauchen wir uns hier erstmal keine Sorgen mehr machen. Dann fahren wir erstmal die dicken Geschütze auf. Nice. Ein Medikit. Das ist liebenswürdiger als ein 3-Dollar-Schein, Alter. Wie ein 3-Euro-Stück. Hallo? Ich muss da oben lang. Wie komme ich da hoch? Oder war da einfach nur dieser behinderte Headcrab? Ja, hätte ich mich fast durchgeglitscht. Muss ich hier irgendwo lang? Okay, ich werde Deckung geben. Wo müssen wir denn jetzt lang? I see. Okay. Oh, ich dachte gerade ein bisschen, ich lad mich hier voll, aber das ist nicht der Fall. Ah! Oh mein Gott! Alter! Das hört sich nicht gut an. Oh, au. Nein! Wir wurden gebeheadet! No way! Ja, dann ist ja das zu viel. Dann wird man wieder zurückkommt. Absolute Munitionverschwendung. Muss ich hier oben lang? Ich glaube sogar schon. Aha. Aha. Missgeburt.
Jetzt. Okay. Wir kommen auf jeden Fall voran. Ich denke mal nicht, dass das Spiel sonderlich... Oh, what the fuck? Leg dich nicht mit mir an, Fucker. Vorhin hatte ich kurz gedacht, dass dieses Ding da, das da nicht angreift. Alter, One Punch Man. Alter Schwede. Ja, okay. Kann ich mitleben. Kann ich noch mehr mitleben. Denn mittlerweile ist es total unnötig, jetzt noch mit irgendwie in der Crowbar rumzurennen. Ja, gesagt, getan, ne? Noch mehr Motherfuckers? Nein. Und okay, ohne mich weiter. Alles klar. Los. Ich glaube, ich habe gerade seine Lebensgeschichte übersprungen. Habe einen erwischt. Bist du dumm? Den habe ich getötet. Ich brauche dich nicht. Ich brauche dich nicht! Ich brauche niemanden! Wohl, dass ich hier alles clear oder wie ist was geht hier ab? Christine,
Okay, ich muss was zum Heilen suchen. Hat er gerade USA gesagt? Die Viecher hören sich schon gruselig an. Oh, gleich viel freundlicher. Sicher, ob ich wirklich nach oben will. Was ist, wenn die Welt rausfindet, was wir hier unten gemacht haben? Ich kann nur hoffen, dass die Jungs im Landelabor die Sache hier unter Kontrolle kriegen. Einem Kollegen ist man unter Wissenschaftlern doch immer gern behilflich. Bin kein Wissenschaftler. Aber okay. Nützlich erweisen. Juckt es Ihnen nicht auch in den Fingern ein paar von zu bekommen? War ich eine so große Belastung? Ja. Ich habe gerade eine Nachricht auf einem gesicherten Kanal abgehört. Es sind jetzt Soldaten eingetroffen und die kommen runter, um uns zu retten. Ja, bin mir nicht sicher. Wir lange genug leben, um sie noch begrüßen zu können. Ach, ich bin so kurz davor, hier einfach alles umzubringen. Einfach, weil ich es kann, weil das Spiel mir sagt, yo, kannst hier töten. Ja, das ist Half-Life bis jetzt. No! Warum? Ich will nicht. Deine Mutter! Und deine! Und deine Mutter! Und deine natürlich auch! Ich habe gerade eine Nachricht auf einem gesicherten Kanal abgehört. Es sind jetzt Soldaten eingetroffen. Ja. Ja, cool, die heftigste Waffe im Game gefühlt und ich treffe gar nichts, Alter. Ich hoffe, ich krieg später eine AK oder so. Ich habe nur noch 30 Leben, ich muss mich eben healen. Ja, alles klar, Peter. Ich möchte zu gern wissen, ob die das noch schlimmer hingekriegt hätten. Ja, bis jetzt läuft alles ziemlich Half-Life-artig. Großer Bruch diagnostiziert.
Ist das deren Ernst? Fick deine Mutter! Warum spawn ich hier? Fick deine Mutter! Warum spawn ich hier? Es macht gar keinen Sinn, dass ich hier spawne. Ach, weißt du was? Ui! Ah, es wäre so cool, wenn wir einfach alle Teile Half-Life spielen können auf diesem Kanal, aber für den dritten Teil brauche ich halt eine VR-Brille. Also für den inoffiziellen dritten Teil. Stimmt, euch habe ich ja total vergessen. Ach, Digga, nein! Ich bin Hardstuck! Kann ich den letzten Checkpoint laden? Spiel speichern. Leave Game. Spiel laden. Laden. Nein! Fick deine Mutter! Und deine Augen! Deine Augen! Deine Augen! Ja, gut. Mir egal. Dass ich da jetzt... Ach. Das ist doch unfair. Fick ihr Wichs! Und fick ihr Wichs! Hallo! Hallo, SpongeBoss. Hi. Komm. Hey, was zum Teufel machst du hier? Verschwinde nach oben. Ich hab gehört, dass Soldaten uns helfen. Ja, Soldaten sollen kommen, aber wer weiß, ob die freundlich sind. Nix wie raus hier. Oh, Handgranaten und so ein Stuff. Dass die Viecher keine Treppen springen können. Muss das sein, Kollege? Ach komm, er kriegt eine Schelle, er stirbt instant. Sollte vielleicht aufhören hier. Ich renne jetzt hier mit rum.
Kann man die kaputt machen? Ja. Ne, die ist ja eingefroren, ne? Ein paar Granaten. Bisschen Muni. Bonk. Ach, Mann. Was erlebt man nicht heute alles in der wunderschönen Welt von Half-Life? Oh, ich hätte euch die ganze Zeit aus dem Weg kloppen können. Tja, da gehen unsere schönen Zuschüsse hin. Ja, alles klar, den konnte ich wegkloppen. Kannst du Treppen laufen? Einem Kollegen ist man unter Wissenschaftlern doch immer gern behilflich. Oh nein! Sie müssen mich hier lassen, Freeman. Ja, ist dann so. Okay. Ja, bis jetzt macht Spaß. Oh, erwarte. Die Leute dachten sich damals so, boah, das Spiel, das ist so voll heftig, aber wisst ihr was? Ich mag das Spiel auch. Half-Life ist toll. Half-Life ist einfach nice. Wenn die Steuerung mich nicht quälen würde. Hier ist nichts, okay, also muss es da lang gehen, das ist schon mal super. Und Jumpscare! Kann ich besser hier mit rumlaufen? Davon kann ich bald nicht mehr ab. Glaub lieber nicht an Wunder und Hilfe von außen. Dann verzieh dich lieber nach oben. Ja, ja. Die Aufzüge funktionieren nicht. Aber wir können immer noch klettern. Gehen Sie vor. Ist ja gut. Ach, hier war ich ja. Da muss ich ja jetzt hier lang. Oh, schön.
Darf ich mal bitte eben drüber reden, dass der Typ gerade eine Dodge Roll durch dieses Fenster gemacht hat und dann gesagt hat, oh, das ist ja voll schön, sie zu sehen. So, mach das mal in Real Life, Alter. Du bist einfach der King auf jeder Party, wenn du das genau so machst. Ja, ist ja gut. Oh. Unangenehm. Okay. Hätte ja sein können. Das wäre jetzt funny gewesen. Aber wisst ihr was? Bevor wir weitermachen, heißt es wieder. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seht mir beim nächsten Mal gerne wieder zu. Ja. Und bis dahin. Viel Spaß weiterhin auf YouTube. Ciao.